Das ist sehr schwer. Ich bin gerade. Ich esse es wirklich. Это наше. И вот то тоже наше. Wir waren gerade einkaufen für 78.000 Rubel für die Hilfe für den Donbass. Wir haben noch Gelder übrig, weil aus vielen Richtungen Geld gespendet wurde. Viel Geld kam von der Mahnwache in Braunschweig, über 1.000 Euro. Es kam von der Mahnwache in Berlin auch nochmal 150 Euro. Es kam vom Spendenkonto von Evelyn Pizza 1.000 Euro. Es kam von Klaus Koch nochmal 5.000 Rubel und. Wir werden eine Spendenliste veröffentlichen, wo alle nochmal namentlich genannt sind. Wir möchten uns bei allen bedanken für ihre engagierte Unterstützung. Und damit es weitergeht, weil es wird noch viel, viel Hilfe gebraucht. Gerade in Debaltseve, in Donetsk, in Lugansk, in den Dörfern, in der Umgebung gibt es immer noch zu wenig Nahrung. Und die Menschen sind in ihren Wohnungen, die alten Menschen in den Kellern, die Kinder. Und sie brauchen ganz einfach Grundnahrungsmittel. Deswegen haben wir zum Beispiel Maismehl, Weizen, Öl, wir haben Seife, Zahnpasta, Waschmittel und alles gekauft. Alles die notwendigen Dinge, die Menschen brauchen. Und ich möchte mich jetzt bedanken und Polizia, die sich sehr, sehr engagiert und diese ganzen Sachen hier jetzt auch gleich ins Lager bringt, ganz herzlich bedanken und ihr symbolisch diesen Spendencheck überreichen. Schön, Polizia. Und dann haben wir hier nochmal Restgeld, da werden dann frische Lebensmittel wie Milch und Eier direkt dort unten geholt. Und Gemüse, damit frische Sachen dabei sind. Und dann haben wir hier nochmal 585 Euro und nochmal 38.100 Rubel dazu. Ich bedanke mich bei allen und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr eine noch größere Aktion starten können und dass alle sich beteiligen und dass dann vielleicht dieser elende Krieg zu Ende ist und wir vielleicht in Donbass feiern und Aufbauhilfe leisten können oder auch in Krim feiern. Ich bedanke mich bei euch allen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Хорошо. Может быть, я не умею говорить, скажи, благодарим наших друзей. Да, спасибо большое. Подожди, стоять. Да подожди. Ну, репетируй. Нет, я хочу сказать спасибо даже не за деньги, не за эту сумму, а за то, что вы приехали, за то, что вы участвуете, за то, что вы понимаете, что это нужно и важно. За то, что вы знаете, что вот на эти деньги будет куплена еда, будет куплены продукты детям, будет накормлено много-много стариков, потому что сейчас действительно там нечего кушать, там это очень необходимо. Очень мало народа понимает, что это нужно. Не все готовы, так как вы, делиться, и не все готовы приехать и еще и говорить нам спасибо за помощь. Это просто... Я сейчас буду плакать. Это... Спасибо. Ich möchte das kurz übersetzen für unsere deutschen Freunde, die so fleißig gesammelt haben. Polizia hat sich ganz herzlich bedankt für diese tolle Hilfe und Unterstützung, aber vor allen Dingen dafür, dass wir als Bürger Deutschlands hier nach Russland gekommen sind, um Sie hier zu unterstützen und Ihnen noch Danke sagen dafür, was Sie leisten
Aber wir wissen, dass Solidarität kein nationales Wort ist, sondern ein internationales Wort. Es gibt keine Unterschiede zwischen Grenzen und Menschen. Dort, wo Not herrscht, müssen die helfen, die nicht in Not sind. Und das, glaube ich, ist unser größtes Anliegen, unser gemeinsames Anliegen. Und auf diese Weise können wir allen Menschen, die von Krieg und Elend betroffen sind, einen kleinen Beitrag leisten, um zu helfen. Vielen Dank nochmal an alle in Deutschland. Ich hoffe, ihr macht weiter so und helft, das Not zu lindern und den Krieg vor allen Dingen zu beenden. Dazu ist eine große Solidarität und ein großer Zusammenhalt von uns allen wichtig. Vielen Dank euch allen nach Deutschland. Спасибо. Ja, это сейчас еще по-русски буду говорить. Сейчас, я готова. Сейчас. Людям, которым придут эта помощь, мы знаем, что это немного, что это маленькая часть того, что Россия для вас делает. И все равно мы надеемся, что мы, как немцы, покажем нашим примером, что вы не одни, что не все, которые живут в Германии, думают, что вы неправильно действуете. Мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем и будем дальше поддерживать. Спасибо вам за вашу борьбу, за то, что вы оставляете ваши позиции против фашизма. Фашизм на Украине, это год назад я не мог представить себе, что это возможно. Но сегодня видно, что это реальность. И это большая угроза для Европы, для нас, как немцев, которые получили, как вы, как народ, бывший советский народ, сегодня народ Украины, Донбасса, России, огромные жертвы в ужасной войне. И мы должны все делать для того, чтобы такое не повторится. Мы все боремся у себя дома против фашизма и вместе с вами. Спасибо вам огромное. Низкий поклон под нашим вашим пиарисом. Спасибо. Germania lublit mir, Donbass lublit mir, Russia lublit mir, Germania lublit Russia. Oh, здорово получилось.